Botschaft der Heiligen Jungfrau Maria an ihre geliebte Tochter Lourdes Maria 20, Juli 2018. Geliebteste Kinder meines unbefleckten Herzens, ich betrachte euch mit mütterlicher Liebe. Den Wirken der Menschheit vorgreifend, bitte ich vor der heiligsten Dreifaltigkeit für alle, dass sie ihre ungebührlichen Taten und die Beleidigungen gegenüber meinem Sohn sowie die Sünden der Unterlassung bereuen. Ich habe euch zur Bekehrung aufgerufen, bevor das Handeln der Mehrheit meiner Kinder das Gegenteil eines wahrhaftigen Kindes Gottes sei durch die fehlende Liebe und die Respektlosigkeit gegenüber dem Göttlichen. Gegen den Strom der Welt zu kämpfen, verlangt eine große Anstrengung und einen festen Glauben, zu dem ich euch aufgerufen habe, euch für die Bekehrung einzusetzen und mit ganzem Herzen, Kräften und Sinnen die heiligste Dreifaltigkeit zu lieben, damit euch die Robustheit helfe, meinen Sohn nicht zu verleugnen. Volk meines Sohnes, die geistliche Inaktivität ist kein guter Ratgeber, im Gegenteil müsst ihr euren Schritt auf dem Weg zur Heiligkeit beschleunigen. Handelt euch, ipso facto. Ihr lebt auf Erden als Teil der Menschheit, aber ihr findet euch in dem, was gegen das Mandat meines Sohnes ist, nicht zum Handeln verpflichtet. Ihr wisst, dass jener, der den Willen Gottes erfüllt, ewig leben wird. Io 2,17. Ich wünsche, dass ihr euch dem Gebet widmet und dieses Gebet in die Tat umsetzt, indem ihr eure Brüder liebt und euren Familien und allen, denen ihr begegnet, Liebe erweist und den Neid und den Stolz verbannt. Seid barmherzig und Friedensbotschafter, um jenen Hoffnung zu geben, die sie verloren haben. Geliebte Kinder, ihr müsst Frieden sein, damit euch dieser im Wirken und Handeln Gottes erhalte. Es ist unerlässlich, dass er ausgewogen bleibt, damit ihr keinen Raum für unordentliches Handeln schafft. Wer meinen Sohn liebt, wird geprüft. ECL 2,1 und muss dort reagieren, wo man sein Wirken und Handeln nicht öffentlich sieht, im Kreis der Familie und am Arbeitsort, schließlich, auf seinem eigenen Quadratmeter. Ich habe euch aufgerufen, mehr in euren Familien zu sein und das Leben durch ein größeres Wachstum und eine größere Nähe zu meinem Sohn zu nutzen. Die schlechten Handlungen wuchern überall und wer sich im übertriebenen Gehen und Kommen der weltlichen Angelegenheiten befindet, exponiert sich sehr stark der Brandung des Bösen, der euch zu destabilisieren versucht. Geliebte Kinder, in diesem Moment ist die Einheit im Volk meines Sohnes erforderlich, damit der Feind der Seele keine Zerstörung anrichten kann. Es ist in diesem so ernsten Augenblick für einen jeden von mir unmöglich, ohne göttliche Hilfe unterwegs zu sein. Wo keine Einheit existiert, kann der Feind eindringen und Spaltung verursachen und die Werke meines Sohnes zu Boden bringen. Setzt den Glauben keiner Probe aus, denn dann werdet ihr merken, dass euer Glaube angesichts einer großen Prüfung klein ist. Ohne individuelle und gemeinschaftliche Anstrengungen ist es sehr schwierig, dem Gesetz Gottes weiterhin anzuhängen und noch mehr, es zu erfüllen. Die Sakrilegien und Entweihungen nehmen zu, und ihr werdet sehen, was ihr euch bis heute nicht auszudenken vermochtet, und deshalb rufe ich einen jeden von euch auf, gehorsame Sühneseelen zu sein. Der Gehorsame erhält für seinen Gehorsam den Lohn im Himmel wegen seiner Anstrengung, seines Glaubens und seiner Ausdauer. CFJO 14-23, der Glaube zeigt sich beim Gehorsamen in Momenten, in denen alles gut ist und die Brüder denken, es sei ein Wahnsinn, zu gehorchen. So, meine Kinder, wurden die Menschen des Glaubens geprüft und wurden danach die großen Retter, als der Rest, der nicht geglaubt hatte und sie verachtete, umkam. CF Prof 3,1-8. Geliebte Kinder meines unbefleckten Herzens, seid Aufmunterung für jene, die keine Gewissheit der göttlichen Barmherzigkeit haben, auf dass sie nicht mit Angst erfüllt werden, sondern sich warnen lassen, Kurs in Richtung der Bekehrung einzuschlagen, wenn sie es benötigen oder dass sie nicht vom wahren Weg abkommen, wenn sie sich im Kampf befinden, sich neben meinem Sohn zu halten. Bittet Kinder, betet für die Vereinigten Staaten, das Unerwartete tritt bis zur Macht hinauf ein und verursacht große Unruhe. Dieses Land leidet in erheblicher Masse unter der Natur. Bittet Kinder, betet für Mexiko, sein Boden wird erneut erschüttert. Bittet Kinder, betet für Kanada, die Natur lässt dieses Land leiden. Es wird der Engel des Friedens kommen, um euch zu helfen und euch in der Wahrheit der Liebe meines Sohnes erhalten, und er wird jene wecken, die auf ihn hören.
1. Einheit ist die Hoffnung für das Volk meines Sohnes, das leidet, will jenen, die die Gebote des Gesetzes Gottes übertreten. Die Häresien werden überall vernommen, und die Liebe meines Sohnes für seine Kinder setzt sich fort, ohne zu schwinden. Deshalb ist die göttliche Liebe unerlässlich für den Geist des Menschen. Geliebte Kinder meines unbefleckten Herzens, seid brüderlich in diesen Augenblicken, in denen der Böse die Menschheit zum Aufstand aufwiegelt, zum Verlust der Liebe, zur Ehrfurchtslosigkeit gegenüber dem Geschenk des Lebens, zur Schändlichkeit, zur Unmoral und zum geistlichen Martyrium. Besucht meinen Sohn im heiligsten Sakrament und verlängert diese Anbetung während dem Rest des Lebens, in jedem Werk, in jeder Handlung, die ihr begeht, damit ihr Geber des Guten für eure Brüder seid. Ich befinde mich vor euch mit meinen ausgestreckten Händen, damit ihr sie ergreift und sie euch auf dem Weg der ewigen Wahrheit führen. Ich segne euch, ich liebe euch, Mama Maria, Ave Maria, voll Reinheit und ohne Sünde empfangen, Ave Maria, voll Reinheit und ohne Sünde empfangen, Ave Maria, voll Reinheit und ohne Sünde empfangen. 1. Offenbarungen über den Engel des Friedens. Kommentar des Mediums. Brüder und Schwestern, unsere Mutter wünscht, dass wir uns bewusst werden, was es bedeutet, ihre Kinder zu sein, und erlässt eine spirituelle Warnung angesichts der Vielzahl von Unvereinbarkeiten, mit der die Menschheit getäuscht wird. Sie ruft uns auf, gegenüber den Ereignissen wachsam zu sein und die göttliche Barmherzigkeit zu lieben, die uns mahnt, dass wir nicht für immer vom Bösen gefangen werden. Lasst uns füreinander beten, damit sich die Mauer des Gebets über die ganze Erde ausbreite und den Verfolgten Kraft verleihe, den körperlich und seelisch Hungerleidenden, den Gefolterten und allen Leidenden. Lasst uns aus diesem Gebet eine dauerhafte Handlung gegenüber unseren Nächsten machen, lasst uns gegenüber dem Leiden unserer Brüder und Schwestern nicht gleichgültig sein. Unsere Mutter ruft uns auf, nicht zu verzweifeln, sondern den Glauben aufrecht zu halten und dass ihn alle vor Augen haben, so dass Gott den Seinen seine Hilfe schicke. Amen.